Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Wieder beschäftigen wir uns heute mit den Ableitungsregeln und hier vor allem mit der Quotientenregel. Wie der Name schon sagt, beschäftigt sich die Quotientenregel mit dem Ableiten eines Quotienten. Einen Quotienten haben wir immer dann, wenn wir einen Bruch haben, eine Division. Also der Quotient wird folgendermaßen abgeleitet. Wir nehmen den Zähler, wir nennen den Zähler f und den Nenner g, also f' mal g minus f mal g' bleibt auf dem Zähler durch g² kommt in den Nenner. Wir machen hier gleich wie immer ein Beispiel. Wir haben hier die Funktion 8x durch x hoch 3 minus 2x, also die Funktion f ist die Funktion 8x. 8x wird abgeleitet 8. Die Funktion g heißt x hoch 3 minus 2x. Diese wird abgeleitet 3x² minus 2. Nicht vergessen, der Dreier vor, oben eines weniger. Und hier bleibt nur mal der Zweier übrig. Und jetzt müssen wir also die Ableitung machen. Wir machen hier einen langen Bruchstrich. Auf dem Zähler steht f' in diesem Fall 8 mal g. Schreiben wir einfach ab. Die Klammern nicht vergessen, ganz wichtig sind hier die Klammern. Minus f abschreiben mal g' wäre 3x² minus 2 durch g², das wäre x hoch 3 minus 2x zum Quadrat. Wir müssen jetzt ausmultiplizieren. 8x hoch 3 minus 16x minus, Achtung, nicht das Minus vergessen, 24x hoch 3 minus mal Minus gibt plus 16x durch x hoch 3 minus 2x zum Quadrat. Den Nenner würde ich immer im Quadrat lassen und nicht ausquadrieren. Das macht es nur unnötig kompliziert. Also, jetzt fassen wir zusammen. 8x hoch 3 minus 24x hoch 3 sind minus 16x hoch 3. Minus 16x plus 16x hebt sich auf durch x hoch 3 minus 2x zum Quadrat. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit dem Taschenrechner. Ihr gebt im Taschenrechner in unserem Casio macht das Main-Menü auf, hier Keyboard und dann auf Mat 2 nehmt ihr den Button D durch D. Und hier habt ihr ein volles Kästchen und hier dieses Kästchen. Ihr könnt also eingeben D durch, wir wollen nach x ableiten und hier in dieses Kästchen kommt dann eure Funktion 8x durch x hoch 3 minus 2x. Dann erhaltet ihr dieselbe Ableitungsfunktion. Also mit dem Taschenrechner ist das alles kein Problem. Versucht es einmal, dann bekommt ihr die gleiche Ableitungsfunktion. Bilden wir jetzt die Ableitungsfunktion der Funktion Cosinus x durch x² minus 2. Wir machen wieder, also f ist Cosinus x. Cosinus x, wissen wir, ist abgeleitet minus Sinus x. Und g ist x² minus 2. Das heißt, g' ist 2x. Minus 2 fällt weg, additive Konstanten fallen weg. Also wird unsere Ableitungsfunktion f', also minus Sinus x, mal g, x² minus 2, minus f, also Cosinus x, mal g', 2x, durch x² minus 2
zum Quadrat. Ja, und jetzt können wir das noch ausmultiplizieren oder so stehen lassen. Zum Beispiel, wir könnten sagen, minus x Quadrat mal Sinus x plus 2 Sinus x minus 2x mal Cosinus x. Ich würde immer dazu raten, diese Zahlen nach vorne zu bringen, denn sonst kommt man in Versuchung, aus Cosinus x mal 2x Cosinus von 2x Quadrat zu machen. Das stimmt aber nicht. Nur dieses x gehört zum Cosinus und das hinten nicht. Deswegen würde ich immer dazu raten, das nach vorne zu schreiben. Durch x Quadrat minus 2 zum Quadrat. Und wir haben es. Ihr könnt wieder die Probe mit eurem Taschenrechner dazu machen und er wird hoffentlich dasselbe Ergebnis liefern. Ja, so viel zum Thema Quotientenregel. Also haben wir unsere Ableitungsregeln immer noch nicht ganz vervollständigt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit der Quotientenregel und eure Begeisterung für die Ableitungsregeln wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch mit anderen Mathematikvideos zur Seite stehen könnte. Das nächste wäre dann zum Thema Kettenregel. Ciao und auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.